Achtsame Kommunikation 2, liebevolles Sprechen. Voraussetzung für das liebevolle Sprechen ist das tiefe Zuhören. Zunächst meiner selbst, um Einsicht und Steuerungsfähigkeit zu gewinnen und um mein Leid zu berühren. Von hier aus werde ich fähig, die Ebene der Kommunikation zu wählen. So in meiner Seele verankert, gilt das tiefe Zuhören dem anderen. Mein Fokus liegt dabei nicht so sehr auf der Oberfläche, was gesagt wird, sondern auf dem Wie und auf dem, was von der Seelenwirklichkeit durch das Gesagte hindurch scheint. Liebevolles Sprechen ist mitgefühlorientiert. Wie kann mein Sprechen dem anderen helfen, weniger zu leiden, sich besser zu verstehen, sein wahres Wesen zu erkennen und zu verwirklichen? Wie kann mein Sprechen dem anderen helfen, seine Seelen- und Herzensanliegen zu leben? Liebevolles Sprechen vergegenwärtigt sich den anderen immer wieder als Buddha oder Christus. Liebevolles Sprechen sucht die tiefere Einsicht und das tiefere Verstehen. Verstehe ich dich richtig? Es hält Ausschau nach den Bedürfnissen und reagiert auf Ärgerliches, Unangemessenes, Verrücktes mit tieferer Einfühlung. Liebevolles Sprechen ist in 4 Elementen der Rede verpflichtet. Die Wahrheit sagen, nicht übertreiben oder dramatisieren, konsequent bleiben, keine Doppelzüngigkeit und friedvoll gewaltfreie Sprache. Liebevolles Sprechen orientiert sich zudem an den 4 Kriterien der Wahrheit. Wir bemühen uns um Allgemeinverständlichkeit, sprechen zu unterschiedlichen Personen auf unterschiedliche Weise, den Verstehensmöglichkeiten angemessen. Sprechen angemessen auf Person, Zeit und Ort. Wir drücken die absolute Wahrheit aus. Tiefes Zuhören und liebevolles Sprechen brauchen Kultivierung durch Einzelne, Paare, Familien, Teams, Arbeits- und spirituelle Gemeinschaften. Dann aber sind sie ein mächtiges Instrument der Heilung und der Gemeinschaftsbildung, welches eine große Veränderungsdynamik freisetzen kann. Tiefes Zuhören und liebevolles Sprechen stellen Meilensteine in der Integration der Achtsamkeit in den Alltag dar. Sie tragen wesentlich zur Transformation der Haltung der Übung in alltägliche Lebenshaltung bei. Ja, heute also das dritte Element, der dritte Impuls aus dieser Sequenz, die sich um Kommunikation dreht und auf Pfingsten hinführt. Wir haben begonnen mit der verborgenen Schönheit von Thomas Merton vor 2 Wochen, diesem wesentlicher Werden und dieser Kunst der Kardiokonosie und der Herzensschau. Wir haben uns letzte Woche beschäftigt mit achtsamer Kommunikation 1, dem tiefen Zuhören, und heute jetzt eben achtsame Kommunikation 2, liebevolles Sprechen. Voraussetzung für das liebevolle Sprechen ist das tiefe Zuhören. Zunächst meiner selbst, um Einsicht und Steuerungsfähigkeit zu gewinnen und um mein Leid zu berühren. Denn erst von hier aus werde ich fähig, die Ebene der Kommunikation zu wählen. Das hatten wir letzte Woche, Verankerung in der Ebene der Ich-Identität oder Verankerung in der Seelenverankerung. Einmal abgrenzungs-differenzorientiert, einmal stärker das Gemeinsame fokussiert.
Und Voraussetzung für das liebevolle Sprechen ist, mir so viel zugehört zu haben, dass meine eigenen Geschichten und mein eigenes Erleben, meine eigenen Dynamiken mir nicht immer sozusagen dazwischenhauen und mich verwechseln lassen, das, was ich bei anderen wahrnehme, zu verstehen meine und worauf ich reagiere. So aber tief mir selbst zugehört und der Seelen verankert, gilt das tiefe Zuhören dem anderen. Und mein Fokus liegt dabei nicht so sehr auf der Oberfläche, was gesagt wird, sondern auf dem, wie es gesagt wird und auf dem, was von der Seelenwirklichkeiten des Gesagten hindurch scheint. Ich erinnere an den Eingangstext letzte Woche, höre, was ich nicht sage. Ein liebevolles Sprechen zielt sozusagen diese tiefere Dimension, man könnte auch sagen, diese Herzensqualität oder Geistebene an. Liebevolles Sprechen ist mitgefühlorientiert. Es geht also nicht um den Austausch primär von Argumenten und dem Aufweisen, dass ich doch recht habe, und das bessere Verstehen, die tiefere Einsicht, die umfänglichere Wahrheit verfüge. Sondern liebevolles Sprechen ist mitgefühlorientiert, also ausgerichtet auf, wie kann mein Sprechen dem Ansein helfen und dienen. Zum einen weniger zu leiden, sich selbst besser zu verstehen, und zum anderen dem anderen helfen, sein wahres Wesen zu erkennen, um es zu verwirklichen. Wie also kann mein Sprechen dem anderen helfen, seine Seelen- und Herzensanliegen zu leben? Liebevolles Sprechen vergegenwärtigt, und das greift wieder zurück auf den Beginn, die verborgene Schönheit, vergegenwärtigt sich den anderen, die andere immer als Buddha oder Christus, also von der Wesensebene her. Nicht vom Unbedingten, nicht von der raumzeitlichen Bedingtheit, die mir entgegentritt. Liebevolles Sprechen sucht die tiefere Einsicht und das tiefe Verstehen. Also es ist geprägt von der Frage, verstehe ich dich richtig? Und es hält Ausschau nach den Bedürfnissen und reagiert auf Ärgerliches, Unangemessenes, Verrücktes, nicht mit Wertung, Beurteilung, Verurteilung oder Abwertung, sondern mit tieferer Einfühlung. Will sich so tief einfühlen, um verstehen zu können, worin dies Dysfunktionale, Schädigende oder Verrückt Erscheinende wurzelt, keimt. Motiviert ist, bedingt ist. Liebevolles Sprechen ist den vier Elementen rechter Rede verpflichtet. Also die Wahrheit sagen, und das heißt insbesondere nicht übertreiben und auch nicht dramatisieren, konsequent bleiben, also keine Doppelzügigkeit, keine Doppelbotschaften, und friedvolle, gewaltfreie Sprache. Liebevolles Sprechen orientiert sich zudem an den vier Kriterien der Wahrheit. Wir bemühen uns um Allgemeinverständlichkeit. Sprechen zu unterschiedlichen Personen auf unterschiedliche Weise, den Verstehensmöglichkeiten angemessen. Also angemessen auf Person, Zeit und Ort. Und viertens, wir drücken die absolute Wahrheit aus. Das mit der absoluten Wahrheit klingt natürlich kritisch, denn wird ja oft verstanden als
meine Position, Argumentation und das, was ich sage, ist richtig. Das ist in diesem Kontext aber nicht gemeint. Wir drücken die absolute Wahrheit aus, beschreibt er, nicht an der Oberfläche hängen zu bleiben. Nicht im Kontakt mit dem Raum zeitlich bedingten Gegenüber, das Unbedingte, Transzendente, Überraumzeitliche, Himmlische zu verlieren. Sondern mit einem Fuß in dieser Wirklichkeit geerdet und getragen zu bleiben und uns nicht zu scheuen, davon zu sprechen, Zeugnis abzulegen von dem, was mir einsichtig wurde, worauf ich vertraue, was ich glaube. Tiefes Zuhören und liebevolles Sprechen brauchen Kultivierung. Sie fallen nicht vom Himmel, sind nicht automatisch vorhanden, sondern brauchen Kultivierung, Einübung, Entwicklung durch Einzelne, durch Paare, durch Familien, in Teams, Arbeits- oder spirituellen Gemeinschaften. Und man kann Gemeinschaften jeglichen Typs, auch spirituelle, sehr wohl daran messen, wie in ihnen kommuniziert wird. Wie offen, wie transparent, wie viel es um Geheimwissen und Wissen als Macht geht. Und ob tiefes Zuhören und liebevolles Sprechen kultiviert sind. Denn sind sie es, kultiviert und etabliert, dann sind sie ein mächtiges Instrument der Heilung. Und der Gemeinschaftsbildung. Ein Instrument, welches große Veränderungsdynamik freisetzen kann. Deshalb lohnt sich auch immer die Sorgfalt auf Kommunikationsprozesse, Stile in Teams. Ihre Veränderung setzt auf große, umfassende, auch institutionelle Veränderungen aus sich heraus. Tiefes Zuhören und liebevolles Sprechen stellen also Meilensteine in der Integration der Achtsamkeit in den Alltag dar. Sie tragen wesentlich zur Transformation der Haltung, der Übung in alltägliche Lebenshaltung bei. Denn das üben wir ja im Sitzen. Uns zuzuhören mit allem, was da auftaucht, es bei, mit und mit mir auszuhalten, um tiefe Einsicht zu nehmen in mein Gewordensein und wie ich ticke, warum ich ticke. Wenn ich darüber aber Bewusstheit erlange, wird es mir in der Kommunikation mit anderen nicht dauernd dazwischenfunken müssen. Ich kann verankert bleiben, in einem raumumfassenderen Seelenbewusstseins, darüber hinaus in einem Raum der transpersonalen Verankerung, die mich frei sein lässt, wirklich im Blick auf den anderen tiefer zu sehen, womöglich bis hin zur Herzensschau der Kardiognosie. Und kommunizierend dem der anderen und ihrer Entwicklung zu dienen. Meilenstein
der Übertragung der Haltung der Übung in alltägliche Lebenshaltung. Nächste Woche, kleiner Ausblick, wird es noch einen Schritt weitergehen mit einem pfingstlichen Text. Und Pfingsten ist ja das Fest des Verstehens und der Kommunikation, der Ausgießung des Geistes, der Verständnis schenkt. Das Fest, das die babylonische Sprachverwirrung rückgängig macht.